Hallo meine Lieben, ich habe heute eine Rätsel für euch und zwar ist es Book Elements von Stefanie Hasse. Die Magie zwischen den Zeilen und zwar ist es der erste Band ihrer Trilogie und die Printausgabe kam März 2017 raus und es ist im Impress Carlsen Verlag erschienen, hat 282 Seiten. Hier geht es um Lynn und Lynn ist eine Elementarheldin, also sie beherrscht die Luft und sie hat eine Kette um den Hals und ja, sie kann sich halt in Tinkerbell verwandeln. Und halt, ja, sie beherrscht die Luft, also sie kann Winde rufen und ja, sie kann damit auch ihre Freunde damit ein bisschen beruhigen oder verstärken, je nachdem. Und ihre Freunde haben auch Elementarkräfte, also sie hat einen Freund, der ist, ja, der kann sich in einen Baum verwandeln, weil ja so die Pflanzen, also halt die Boden, Elementarkräfte hat. Dann hat sie noch eine Freundin, die ja, Wasser beherrschen kann, da sie das Wasserelement hat und die verwandelt sich in eine Nixe. Und ja, und dann halt noch ein Feuerfreund, also der sich in einen Drachen verwandeln kann und so weiter und so fort. Und Lynns Aufgabe ist es, von uns Menschen, also sie lebt in der Menschenwelt, in der realen Welt. Und wir Menschen lesen ja. Und wenn wir lesen, erscheinen in der Welt diese Romanfiguren. Und die muss sie mit ihren Freunden bekämpfen. Das Einzigste, was diese Elementarfreunde halt nicht dürfen, ist lesen. Ihnen ist verboten zu lesen, weil wenn sie lesen würden, würden sie viel zu starke Romanfiguren herauslesen. Nämlich die Originalen, beziehungsweise auch mit viel mehr Energie. Also diese Figuren hätten viel mehr Macht und könnten sozusagen vieles beherrschen. Und deswegen ist es von Grund auf verboten, den Elementarhelden oder wie man sie auch nennen mag, Bibliothekar, ja, verboten zu lesen. Und ja, dann ist es halt so, wenn halt jemand Twilight liest, dann wird halt sein Lieblingsromanheld herausgelesen. Und sie kämpfen dann sozusagen gegen Edward oder Belle oder ja, oder gegen Rapunzel oder je nachdem. Und Lynn ist halt mit ihren Kollegen in der Science-Fiction-Fantasy-Welt. Buchbranche sozusagen und so hat jede Buchgenre mehrere Elementarhelden, die sozusagen dafür beauftragt sind, genau für diesen Abteil, ja, die Romanfiguren wieder zu bekämpfen, damit die nicht in dieser Welt leben bleiben. Und dann passiert es aber eines Tages, dass eine für Lynn sehr bekannte Romanfigur, ja, sie sozusagen bei einer Nachttour begegnet und alle denken halt, es handelt sich um einen Menschen. Aber Lynn entdeckt ein Symbol, was dieser am Hals hat und weiß sofort, beziehungsweise nicht sofort, erst nachdem dieser Figur wieder weg ist, also diese Person, fällt ihr ein, dass es aus ihrem Lieblingsbuch ist. Otherside. Und da wird ihr einiges bewusst und sie macht sich dann natürlich auf eigener Hand, nachdem sie ihre Tour abgeschlossen haben und wieder in der Bibliothek alles also halt, sie müssen dann halt immer so Formulare ausfüllen und Berichte schreiben und das dann halt abgeben. Und nachdem sie dann sozusagen ihren Job gemacht hat und alles erledigt hat, macht sie sich alleine auf die Suche nach dieser Person, die ihr so ganz bekannt vorkommt. Und ja, und sie ist sich auch erst sicher, dass sie ganz alleine ist, bis es dann zum Kampf sozusagen kommt, weil sie diese Person gefunden hat, die sie suchte, die aus diesem Buch allerseits ist, wo sie sich ganz sicher ist, dass sie ja das Buch hat. Also ist sie sich sicher, dass sie diese Person rausgelesen hat. Und ja, dann kommt natürlich dann noch ihr Arbeitskollege, beziehungsweise für den sie auch noch ein bisschen was übrig hat, ihr zur Hilfe, weil sie es ohne seine Macht, also die Feuermacht, nicht geschafft hätte. Und dann muss sie leider gestehen, dass sie vermutet, dass sie dafür verantwortlich ist, dass diese Figur
da ist, weil ja. Und dann kommt das halt, tut sie ihm sozusagen beichten, dass sie heimlich in Otherseits gelesen hat. Aber warum sie in diesem Buch gelesen hat und wie lange schon, das müsst ihr natürlich selber herauslesen. Und ob sie es schaffen, diese Figur zu bekämpfen und was dann noch alles folgt, müsst ihr natürlich selber herauslesen. Ich muss sagen, es war ein grandioser erster Band. Also ich habe echt nicht gedacht, dass das so spannend am Ende wird. Ich habe richtig mitgefiebert. Ich konnte es gar nicht aus der Hand legen. Ich hatte es an einem Tag durchgelesen. Also großen Respekt, Stefanie. Grandioses Buch. Ich bin sehr, sehr, sehr begeistert und ich werde 2019 werde ich definitiv die anderen zwei Bände auch noch lesen, weil ich will jetzt unbedingt wissen nach diesem Ende, wie es weitergeht. Und ich bin wirklich schon sehr, sehr, sehr gespannt. Und ja, es sind auch hinten dann noch Vorschauen zu anderen Carlsen bzw. Carlsen Impress Büchern. Zum Beispiel Mondsilber, also die Luna Chronik Band 1 als Taschenbuch. Brauche ich nicht, habe ich schon gelesen als Hardcover. Ich finde die Hardcover-Ausgaben viel schöner. Dann hier meine Vier-Jahreszeiten-Reihe, die ich ja komplett da habe und schon komplett gelesen habe. Das Einzige, was ich nicht da habe und noch nicht gelesen habe, ist Light and Darkness. Da bin ich auch schon sehr gespannt, weil davon von Laura Kneidel schwärmen ja auch schon sehr, sehr viele. Aber ich muss sagen, mir hat das sehr viel Spaß gemacht beim Lesen und ich war sehr, sehr, sehr begeistert von dieser Reihe. Auf jeden Fall mal eine andere, sage ich jetzt mal, Fantasy-Geschichte, wo Lesen sozusagen gefährlich sein kann, wenn man das falsche Buch sozusagen liest. Hinten steht auch drauf, ich durfte keine Bücher besitzen, doch ganz gleich wie oft man es mir eigentlich eingebläut hatte, ganz gleich wie genau ich wusste, dass es mir verboten war, außerhalb des Instituts zu lesen, ich konnte dem Drang nicht widerstehen. Ja. Das Buch ist in Kapiteln eingeteilt und bei jedem Kapitel steht oben nochmal so ein richtig, ja, Zusammenfassung oder halt so eine Vorahnung oder halt ein Zitat oder so. Richtig toll gemacht, finde ich. Und es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß beim Lesen gemacht, außer beim ersten Kapitel. Doch, beim ersten Kapitel steht auch schon sowas. Ja, also richtig, richtig toll. Hat mir wirklich Spaß gemacht und kann ich nur empfehlen. Es ist unten in der Infobox verlinkt. Schaut auf jeden Fall mal rein. Und ja, es ist wieder so ein Suchtbuchfaktor. Und das finde ich, habe ich so gebraucht. Und mir hat das riesen Spaß gemacht. Ich konnte es wirklich nicht aus der Hand legen. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es wirklich weitergeht. Ja. Und ihr könnt auch gespannt sein bei dem ersten Band. Wenn ihr es noch nicht gelesen habt, tut es auf jeden Fall. Es lohnt sich. Es ist jahreszeitenabhängig, also es kann sofort im Januar gekauft und gelesen werden. Wenn ihr es schon da habt, dann runter damit vom Sub. Es macht süchtig. Und es ist richtig, richtig spannend. Und ja, es kommen andere Bücher drin vor, es kommen andere Buchromane drin vor. Und ja, Lesen ist gefährlich. Lohnt sich auf jeden Fall. Okay, meine Lieben, das war's von mir. Tschüss, bis zum nächsten Video.